بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، الحمد لله رب العالمين. Heute fahren wir fort, liebe Geschwister, mit dem Thema Adab al-Islamiyya, über das islamische Benehmen. Und das letzte Mal haben wir über Adab al-Dhikr gesprochen, über das Benehmen beim Dhikr. Heute, bi'idhnillah ta'ala, werden wir weiter fortsetzen, weil das ein sehr, sehr wichtiges Thema ist. Walhamdulillahi Rabbil Alamin, das letzte Mal haben wir besprochen, was die Vorteile vom Dhikr sind. Und das sind gewaltige Vorteile. Und dass dieses ein Schutz vor dem Shaitan ist, dass dieses dir Kraft gibt. Dann haben wir auch erwähnt, dass derjenige, der auf sein Dhikr achtet, dass er geschützt ist von Allah subhanahu wa ta'ala. Und dass dieses viele Vorteile mit sich bringt. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wir haben auch über verschiedene Aspekte des Dhikr gesprochen. Heute wollen wir hauptsächlich über die Art und Weise vom Dhikr sprechen. So wird berichtet in einer Überlieferung, dass Abdullah ibn Amr radiyallahu anhu sagte, Ra'aytu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam ya'qidu at-tasbiha bi yamini. Berichtet von Abu Dawud, und Sheikh al-Albani rahimullah ta'ala hat dieses in Sahih Abi Dawud als authentisch klassifiziert. So berichtet Abdullah ibn Amr radiyallahu anhu, dass er sagte, ich sah den Propheten sallallahu alayhi wa sallam, wie er den Tasbih, das heißt den Dhikr, mit der rechten Hand vollzog. Kana ya'qidu at-tasbiha bi yamini. Er hat den Tasbih mit der rechten Hand ausgeführt. Und das ist al-Asl. Das ist das, was wir von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam authentisch überliefert bekommen haben. Und in unserer Religion, liebe Geschwister, wenn wir etwas vom Propheten sallallahu alaihi wasallam sehen, was er macht, seine Handlungsweise, die er selber macht, dann ist das ein ganz anderer Grad, als wenn jemand das tut, der zum Beispiel unter dem Propheten sallallahu alaihi wasallam ist, wie zum Beispiel ein Sahabi oder ein Tabi'i oder ein Tabi'i. Warum? Weil uns wurde befohlen, wen zu folgen? Dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und die Überlieferung, die Ibn Abdul Barr rahimullah ta'ala als Hassan klassifizierte, als die Menschen zu Ibn Abbas radiallahu anhu kamen und sie fragten einige Fragen über At-Tamattu. Dann sagte er zu ihnen, was wollt ihr damit bezwecken, beziehungsweise was habt ihr gelernt? Sie sagten, Abu Bakr und Omar sagten so und so. Abu Bakr und Omar. Dann sagte er, Yushiku an tanzila alaykum hijaratan minas sama. Ich habe Angst, dass fast beinahe Steine auf euch vom Himmel herabregnen. Aqulu lakuma qala Rasulullah, wa taqulun, qala Abu Bakr wa Umar. Ich sage zu euch, der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagt, und ihr sagt Abu Bakr und Umar. Jetzt überlegt, Abu Bakr und Umar sind Beweise. Ja, wenn wir sie vergleichen mit den Gelehrten heute, sind sie im Vergleich zu ihnen Beweise? Ja oder nein? Sind Abu Bakr und Umar ein Beweis in der Religion? Frage an euch. Sind sie ein Beweis in der Religion? Warum sind sie ein Beweis in der Religion? Nein, ein Sahabi. Ist er Masum? War Abu Bakr Masum? Hat er Fehler gemacht? Hat Omar Fehler gemacht? Okay, das ist klar. Masum ist nur wer? Der Prophet, das ist Ijma. Aber ein Sahabi könnte einen Fehler machen. Und das Büchlein, welches der arme Diener Abul Bara zusammengestellt hat, der Weg des Verstehens der Religion, da haben wir diese Thematik behandelt. Dass auch Sahaba, große Sahaba, Fehler gemacht haben, von denen sie dann wieder zurückgetreten sind. Sie haben ihre Fatwa geändert. Das heißt, sie haben selber bestätigt, dass diese Handlung falsch war. Aber wer macht nichts Falsches? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Warum spreche ich dieses Thema an? Weil das Ijma ist, liebe Geschwister. Das heißt, von jedem kann genommen und gelassen werden, außer von Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Aber warum sind Abu Bakr und Umar trotzdem schon ein Beweis? Warum? Bitte. Das haben auch viele andere Sahaba. Das hat auch Ibn Umar,
der Sohn von Umar ibn al-Khattab. Warum sind sie ein Beweis? Erinnert euch an den Hadith, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, zwei Dinge. Ich sage euch, haltet daran fest. Haltet an meiner, jetzt will ich den Ausdruck von euch hören, haltet an meiner Sunna fest und an der Sunna meiner recht geleiteten Khulafa. Wer waren sie? Abu Bakr, Omar, Uthman. Hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam sie bestätigt? Er hat sie bestätigt. Aber heißt das, dass sie fehlerfrei sind? Nein. Aber was heißt hier die Bestätigung? Die Bestätigung ist, dass diese Leute nichts anderes gemacht haben und da nichts anderes begehrt haben als die Befolgung vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Aber sie haben eine Bestätigung von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Das ist anders als bei anderen Sahaba. Deswegen, trotzdem, sie haben mit Abu Bakr und Umar argumentiert. Er sagte zu ihnen, was ist mit euch los? Fast würden Steine vom Himmel auf euch herabregnen. Ich sage euch, der Gesandte Allahs. Und ihr sagt mir Abu Bakr und Umar, das heißt Ibn Abbas radiallahu anh, hat nicht akzeptiert, dass man mit Abu Bakr und Umar argumentiert hat. Wie ist das dann mit denen, die nach ihnen kamen? Wie ist das dann mit denen, die nach ihnen kamen? So, jetzt haben wir hier eine wichtige Sache. Es gibt keine einzige authentische Überlieferung, wie Sheikh al-Albani rahimullah ta'ala sagte, dass die Rechtschaffenen, die Salaf, mit etwas anderem außer mit der Hand gezählt haben beim Dhikr. Es gibt keine authentische Überlieferung, Sheikh al-Albani rahimullah ta'ala sagt, marfu'an gibt es keine einzige. Marfu'an bedeutet, man berichtet direkt vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, ein Sahabi berichtet vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Dass er das gesagt hat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oder dass er ihm dabei gesehen hat, das nicht. Aber was haben wir authentisch überliefert bei Abu Dawud? Was haben wir gesagt? Dass er, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mit der Rechten gezählt hat. Also bleiben wir dabei. Sheikh al-Albani rahimullah ta'ala sagt, es gibt einige Sahaba, von denen wurde das überliefert, aber er selber sieht die Überlieferung nicht als authentisch. Nehmen wir auch an, sie wären authentisch, weil manche Gelehrte haben gesagt, nein, wir stützen uns darauf. Nehmen wir mal an, sie wären authentisch. Sind die Sahaba auf derselben Stufe wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam? Das heißt, was ist aula, was ist zu bevorzugen? Das zu nehmen, was die Sunna ist, oder das zu nehmen, was Sahaba gemacht haben. Al-Aula ist was, was natürlich die Sunna uns beigebracht hat. Und das ist, dass wir mit der rechten Hand zählen, liebe Geschwister. Es gab einige Überlieferungen, wie die Hadith-Gelehrten berichtet haben, da wo einige Sahaba mit was gezählt haben? Mit was? Mit Steinchen, richtig. Mit Steinchen. Dieses wurde überliefert. Und manche, damit wir auch gerecht bleiben, haben gesagt, das ist ein Beweis dafür, dass dieses erlaubt ist. Weil auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam sie teilweise gesehen hat und nichts dazu gesagt hat. Das war auch die Ansicht von Sheikh ibn Uthaymeen rahimullah ta'ala und von anderen. Aber tatsächlich haben wir von keinem überliefert bekommen, wo wir tadellos sagen, erstmal sahih oder diese Überlieferung von einem Sahabi, ist nicht auf der Stufe vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Deswegen, die Handlung vom Propheten sallallahu alaihi wasallam ist das Beste. Und das, was sich heute sehr verbreitet hat, ist As-Subha, liebe Geschwister, oder As-Subha, die Gebetskette. Und diese Gebetskette hat viel Übel mit sich gebracht. Sheikh al-Albani, und das war einer der Sätze, die mir am meisten bei ihm gefallen haben, als er diese Thematik besprochen hat, sagte er, das geringste Übel von der Gebetskette ist, dass sie die Sunna abgelöst hat. Subhanallah. Ist, dass sie was? Die Sunna. Zählen mit rechts, können wir tadellos sagen, das ist die Sunna? Die Gelehrten sagen, es gibt ein Ijma, dass das Zählen mit den Fingern besser ist als mit der Gebetskette. Jetzt unabhängig vom Urteil von der Gebetskette, wir kommen gleich dazu, dass das Zählen mit den Fingern besser ist, als dass man die Gebetskette benutzt. Ijma. Tayyib. Jetzt ist wichtig, diese Gebetskette
hat mehr Einfluss bekommen, als dass die Leute der Sunna folgen, richtig? Und ich sage euch noch eine Sache. Und wir kommen dazu, dass die Gebetskette nicht benutzt werden darf, wenn du denkst, die Gebetskette zu benutzen, ist besser als was zu benutzen? Die rechte Hand, das ist haram. Warum? Weil wir haben gesagt, es gibt ein Ijma, dass es besser ist, mit der rechten zu zählen. Das heißt, man geht gegen den Ijma. Nummer eins. Nummer zwei, dass derjenige, der Gebetsketten benutzt und sagt, diese bringen mich näher zu Allah Azza wa Jal, das heißt, taqarrub ila Allah, er will sich damit Allah Azza wa Jal nähern, dieser macht eine Bid'ah. Dieser macht eine Bid'ah. Und es gibt noch eine abscheuliche Sache, die in den letzten Jahren entstanden ist. Es gibt Tariqat von Sufia, wir kommen später zu unseren Freunden. Es gibt einige Gruppierungen von den Sufia, passt auf, was sie gemacht haben. Schaut mal, subhanallah, wenn man einmal in den Dalal reingeht bei der Bid'ah, sie hat kein Ende. Was haben sie gemacht? Sie haben spezielle Gebetsketten anfordern oder anfertigen lassen. Ein Normaler kriegt so eine Gebetskette. Aber ein Sheikh, Sheikh al-Dalal, der bekommt eine ganz andere Gebetskette. Das heißt, sie haben verschiedene Ausfertigungen von Gebetsketten gemacht, die die Position von einer Person darstellen. A'udhu billah. Überleg mal. Wer das macht, wal'iyadhu billah, der ist ebenfalls in der Bid'ah gefallen. Und daher, liebe Geschwister, ich gehöre nicht zu den Leuten, die fanatisch sagen, wer eine Gebetskette benutzt, ist ein Mubtadi. A'udhu billah. Möge Allah uns bewahren vor so etwas. Aber ich bevorzuge, was Sheikh al-Islam rahimullah ta'ala sagte. Er sagte, Bid'ah ijtahidiyya. Bid'ah ijtahidiyya. Was heißt Bid'ah ijtahidiyya? Bid'ah ist klar. Was ist Bid'ah? Was ist eine Bid'ah? Eine Neuerung. Ja, aber was heißt das jetzt? Du hast nur einen Teil erwähnt. Na. Was ist Bid'ah? Eine Sache, die zuvor nicht vorhanden war. Wie Allah Azza wa Jalla sagt, Badi'u samawati wal ard. Der Erschaffer von Himmel und Erde. Wer hat sie vorher erschaffen? Allah Azza wa Jalla hat sie erschaffen. Das heißt, man macht eine Sache, die kein vorheriges Beispiel hatte. Das ist die sprachliche Bedeutung. So. Und in der Religion, dass du in der Religion etwas hereinführst, was weder im Koran noch in der Sunna eine Anwendung oder eine Beschreibung, das heißt eine Erlaubnis dafür, zu finden ist. Das ist Bid'ah. Tayyib. Subhanallah. Bid'ah ijtahidiyya, meinte Sheikh al-Islam. Es ist eine Bid'ah, aber weil Leute bestimmte Beweistexte benutzt haben, sie als authentisch gesehen haben, sagen wir nicht auf die schlimmste Art und Weise, das ist abzulehnen, sondern er sagte, Bid'ah ijtahidiyya, weil manche Gelehrte ijtihad gemacht haben und gesagt haben, man kann Beweistexte nehmen, die rechtfertigen, dass man diese Sache benutzen darf. Aber da die Hadithe alle diesbezüglich, was haben wir gesagt, schwach sind, wie die Hadith-Gelehrten gesagt haben, so ist das eine Bid'ah ijtahidiyya. Das heißt, diese Gelehrten wollten eine Sache rechtfertigen, die eine Bid'ah ist. Nein, sie haben sich auf was gestützt? Auf Beweistexte. Aber diese Beweistexte sind was? Was sind diese? Diese Beweistexte sind ba'if. Das heißt, nicht annehmbar. Und insofern hat er das, wie genannt, Sheikh al-Islam, Bid'ah ijtahidiyya. Das heißt, es existiert etwas dafür, aber man kann das nicht so annehmen, weil das nicht authentisch ist. Es erreicht nicht die Authentizität, dass wir das akzeptieren in unserer Religion. Deswegen hat er gesagt, Bid'ah ijtahidiyya. Und Wallahu ta'ala ala wa alam, das ist eine sehr schöne Ansicht, aber man darf hier nicht die Leute tadeln, die eine Misbaha benutzen. Passt auf, liebe Geschwister. Weil es gibt Leute auch unter den Fanatikern, der sieht einen, der nimmt die Kette und buff, und schmeißt die auf den Boden. A'udhu billah, wer hat dir so etwas beigebracht? Erstmal, bevor man sagt, das gehört nicht zur Sunna, dann sagen wir, gehört dein Adab, wie du es gerade praktiziert hast, zur Sunna? Ist das Sunna? Das ist auch keine Sunna. Deswegen, wenn du etwas Gutes, Vorbildhaftes zeigen willst, musst du selber dabei vorbildhaft sein.
Naam. Und daher, wir kritisieren nicht die Leute, die eine Gebetskette benutzen. Für uns aber ist das eine falsche Handlungsweise. Das heißt, wir sagen, davon ist abzuraten, al-aula, das Erste, das Vorrangige ist was? Das Zählen mit der Hand. Und subhanallah. Das ist bestätigt, liebe Geschwister. Und ich komme gleich zu einem Hadith. Und dann ist für mich wichtig, dass ich euch erkläre, dass die Gebetskette in einer Art und Weise benutzt wird, heutzutage und schon vorher, um sich abzulenken. Kennt ihr Leute, der hat einfach so die, der spielt damit. Der macht keinen Dhikr. Der kennt auch fast keinen einzigen Dhikr. Der spielt damit, so, diesen hier, kennst du, ne? Ich kenne Leute, ich habe es selber gesehen, der spielt damit. Sag mir mal bitte, was ist das für eine Handlung? Was ist das für eine Handlung? Ist das Dhikr? Oder? Der nimmt das statt Schlüssel. Und im Grunde genommen ist das Riya. Das Riya, man zeigt sich. Und diese Gebetskette hat einen hohen Anteil am Riya. Möge Allah Azzawajal uns bewahren. Das heißt, dass man sich zeigen will vor den Leuten. Sogar, habe ich euch das letzte Mal, denke ich, erwähnt, manche Leute, schaut mal, subhanallah, während sie bei der Hochzeit den traditionellen Tanz machen, Dabka, hat er was in der Hand? Tasbih. Willst du mir erzählen, der macht Dhikr, während er den kulturellen Tanz durchführt? Macht er Dhikr? Macht er nicht. Aber hat er eine Sibha in der Hand? Er hat das in der Hand. Und das ist dazu gekommen, dass die Leute das als mehr oder weniger Spielzeug gesehen haben. Und manche Leute binden sich diese Kette um was? Um den Hals. Das zeigt so, ich bin religiös. Und davon ist abzuraten, liebe Geschwister, denn ein Muslim hat die höchste Aufforderung von Allah Azza wa Jalla, dass er seine Taten nur für wen macht? Für Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen, diese Art von Missbrauch von der Gebetskette ist abzulehnen und wir sind dagegen. Man darf dieses nicht machen auf diese Art und Weise. Und dann gibt es Gebetsketten, der hat so eine Steine, kennt ihr die? Die sind, eigentlich kann er die gar nicht hochheben. Wir sagen zu den Leuten, wenn sie uns überzeugen wollen von der Gebetskette, dann sagen wir ihnen, deine Gebetskette ist klein. Dann wird er sagen, wie klein? Dann sagen wir ihnen, Abu Bakr und Umar haben riesige Gebetsketten gehabt. Dann sagt er, aber bei Abu Bakr und Umar gab es keine Gebetsketten. Dann sagen wir, richtig, warum hast du welche? Und das ist kein Lügen. Das ist Bab al-Manadara. Das heißt, das ist Bab, Kapitel vom Diskutieren. Das ist eine Möglichkeit, wie Ibrahim a.s.w. zu den Leuten über die Gestirne sagte, das ist mein Herr. Hat er gemeint, das ist mein Herr? Sondern er wollte sie vielmehr über was überzeugen? Von was überzeugen? Dass dieses keine Götter sind. Naam. Und das ist erlaubt hier in diesem Falle. Deswegen, dieses Sibha ist abzuraten, liebe Geschwister. Man soll sie nicht benutzen. Nutzt die rechte Hand, sagt man ja. Welches Argument bringen Sie jetzt vor? Mit der Hand? Sehr gut. Mit der Hand verzähle ich mich. Wir sagen Ihnen, zähl nach bestem Wissen und Gewissen, was du falsch gezählt hast, Allah wird es korrigieren. Wie kann es sein, subhanallah, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns beibringt mit der rechten Hand und danach ist das etwas Falsches oder etwas Unvollständiges? Das geht nicht. Wenn wir uns auch verzählen, es gibt Leute zum Beispiel auch, was machen sie? Vielleicht habt ihr das gesehen, vielleicht nicht. Der betet zum Beispiel im Gebet. Und weil er oft durcheinander kommt mit der Rakat, wisst ihr, was der macht? Kennt ihr diese Kugeln, die man so schiebt? Wo man zum Beispiel eine, zwei Rakat, drei Rakat, kennt ihr das, ja? Der stellt sich das davor hin und macht immer, subhanallah. Was hat der Prophet s.a.w. uns beigebracht, wenn wir durcheinander kommen im Gebet? Was hat er uns beigebracht? Erstmal auf die sichere Weite, also auf das, was, wo man sicher ist, mit Yaqin. Zum Beispiel bezüglich der Korrektur, was hat er uns beigebracht? Sujud al-Sahu, oder? Hat er uns das nicht beigebracht? Warum? Genau für diese Fälle. Und dann kommt einer mit Punching Ball und Pimping Ball und ich weiß nicht was. Und fängt da an, im Gebet, subhanallah, seine Kugeln durch die Gegend zu schießen. Er holt doch gleich ein Billardkö und dann, subhanallah, macht gleich alle vier auf einmal. Yahuwah, schaut mal, diese Religion, man muss die verstehen. Wenn der Prophet s.a.w. uns beibringt, so sollen wir das machen, dann machen wir das so. Wie Leute heute, der sagt dir, nein, man kann besser berechnen, als dass man das sehen kann. Subhanallah, hat der Prophet s.a.w. gesagt, du sollst berechnen? Die Berechnung gab es sogar zu der Zeit der Sahaba, radiyallahu anhum ajma'in. Es gab sie. Aber warum hat er nicht gesagt, berechnet? Wa ma kana rabbuka nasiya, und dein Herr war wahrlich nicht
Vergesslich. Heißt es, Allah wusste nicht, dass es eines Tages vielleicht wissenschaftlich möglich ist, das konkreter zu brechen? Natürlich wusste Allah Azzawajal das. Aber was wurde uns vorgeschrieben mit dem Auge, das zu sehen? Und deswegen, ja, es gibt Leute, die verstehen nicht, was Ibadah bedeutet. Der denkt, diese Sache ist nur so, wenn man sie ersetzen kann, dann ist das besser. Genau das ist die Bid'ah. Genau das ist die Bid'ah. Dass du sie einfach ersetzt. Der Adhan soll wie gemacht werden? Ha? Mit der Stimme. Einer, der laut rezitiert, soll den Adhan machen. Was machen sie dir heute? Psst. Mikrofon. Nee, nicht Mikrofon, das ist nicht das Problem. Playback. Dieses, genau, wie heißt das? Playback. Playback, ja? Also die, wie Kassettenrekorder. Ja, ja. Subhanallah, wer hat uns das vorgeschrieben? Und er macht schon Adhan, sagt er dir. Wer hat dir gesagt, aus dem Kasten kommt der Adhan? Der Adhan soll gemacht werden. Schaut mal, wie sie hier die Ibadat was ersetzen. Gefährlich. Und das ist die Bid'ah. Und der Weg zur Bid'ah ist nicht aufzuhalten. Und das sehen wir am nächsten Beispiel, bi'idhnillah ta'ala. Es ist verboten, den Dhikr in der Gemeinschaft zu machen. Und gehört zur Bid'ah, zur Neuerung. Es ist verboten, den Dhikr in der Gemeinschaft zu machen. Und gehört zur Neuerung. Ihr kennt das zum Beispiel. Am Ende vom Gebet, was machen viele? In bestimmten Moscheen wird das gemacht. So machen sie gemeinschaftlich Dhikr. Ala Rasulillahi salawat. Subhan, 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 subhan. Und subhanallah, die schmeißen dir dann die Subha, die Gebetskette, genau vor dir. Der ist 20 Meter entfernt. Der ist so geübt, die landet genau vor dir. Griffbereit. Griffbereit. Und dann fangen sie an. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Es wurde mal diskutiert mit diesen Leuten. Man sagte zu ihnen, warum macht ihr das auf diese Weise? Wer hat euch das vorgemacht? Sie sagten, wir glauben ja nicht daran, dass dieses uns Lohn bringt, dass wir es in der Gemeinschaft machen. Und wir sagen nicht, dass wir uns damit Allah nähern. Guck mal, die haben genau die zwei Bedingungen genannt. Wann eine Sache, was wird eine Bid'ah? Wir glauben nicht, dass das uns Lohn bringt. Das heißt, haben sie Wissen oder nicht? Und wir glauben nicht, dass das uns näher zu Allah ist, weil mit diesen Bedingungen wird eine Sache zu Bid'ah. Ala kullin, in der Zeit von Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu. Abdullah ibn Mas'ud war einer der großen Gefährten, liebe Geschwister. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte in einer Überlieferung, Khudhul Qur'ana an arba. Nimmt den Koran von vier Personen, wa dhakara Abdullah ibn Mas'ud. Und er erwähnte Abdullah ibn Mas'ud. Das heißt, Abdullah ibn Mas'ud ist eine große Nummer unter den Sahaba, radiyallahu anhum. Abu Musa al-Ash'ari, radiyallahu anhum, er sagte, kunna najlisu ala babi Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu wa adha. Wir saßen einmal an der Tür von Abdullah ibn Mas'ud und haben auf ihn gewartet, qabla As-Salah. Wir haben auf ihn gewartet vor dem Gebet. فَإِذَا خَرَجَ مَشَيْنَا مَعَهُ إِلَى الْمَسْجِدِ. Als er rausgekommen ist, sind wir mit ihm gemeinsam zur Moschee gelaufen. Was war die Sache? So sagte Abu Musa al-Ash'ari, radiyallahu anhu, zu Abdullah ibn Mas'ud, إِنِّي رَأَيْتُ فِي الْمَسْجِدِ آنِفًا أَمْرًا أَنْ Er sagte, ich habe in einer Moschee etwas gesehen, was die Leute gemacht haben. Ich habe es nie zuvor gesehen, aber ich habe auch nichts zu tadeln gehabt. Walhamdulillah. Er sagte aber zu ihm, ich habe etwas gesehen. Warum hat Abu Musa al-Ash'ari ihm das gesagt? Weil er genau Bescheid wusste über die Handlung oder um ihn zu fragen, ob das richtig ist. Um zu fragen, ob das richtig ist. Und das bringt uns bei, wenn du auch eine Sache siehst, die dir gefällt, wo du nichts auszusetzen hast persönlich, dann heißt das noch lange nicht, dass das richtig ist. Dann fragte Abdullah ibn Mas'ud, fama huwa, was ist das? Faqala inni, er sagte zu ihm, was ist das, was du gesehen hast? Er sagte, komm mit. Dann sind sie in die Moschee gegangen, liebe Geschwister. Und Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu sah, dass viele verschiedene Gruppen in der Moschee saßen, um die Überlieferung abzukürzen, weil sie ist sehr lang. Viele verschiedene Gruppen saßen und haben etwas Bestimmtes gemacht. Er sagte zu ihnen, Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu wa arda,
Ma hadha alladhi arakum tasna'un? Was macht ihr da? Was sehe ich, was ihr da macht? Qala ya Aba Abdirrahman, Hasan, na'uddu bihi takbira wa tahlila wa tasbih. O Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman ist wer? Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu arda. Nichts, außer dass wir unser Takbir zählen, das heißt Allahu Akbar, Tahlil, La ilaha illallah und Tasbih, Subhanallah. Qala fa'uddu sayyiatikum. Ihr solltet vielmehr eure Sünden zählen. Fa'ana daminun an la yadi'a min hasanatikum shay'un wayhakum ya ummata Muhammad. Er sagte zu ihnen, zählt vielmehr eure Sünden. Zählt vielmehr eure Sünden. Was meinte er damit? Zählt vielmehr eure Sünden. Er meinte damit, wenn ihr Gutes macht, Allah wird es euch belohnen. Und Allah weiß darüber Bescheid. Aber zählt eure Sünden für diese Tat, die ihr gerade macht. Das ist nicht von der Sunna. Das ist nicht von der Sunna. Und subhanallah, dann hat er sie darauf aufmerksam gemacht, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam noch gar nicht so lange tot ist und ihr fängt schon an, etwas Neues hinzuzufügen zu dieser Religion. Ihr fängt schon an, etwas Neues hinzuzufügen. Er sagte, وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِي, bei dem, in dessen Hand meine Seele ist. إِنَّكُمْ لَعَلَى مِلَّةٍ هِيَ أَهْدَى مِنْ مِلَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Seid ihr etwa auf einem besseren Weg als Muhammad sallallahu alaihi wasallam und seine Leute? Alaikum salam wa barakatuh. Subhanallah, schaut mal. Diese Leute, obwohl sie einen Fehler gemacht haben und er sie gefragt hat, seid ihr besser als Muhammad sallallahu alaihi wasallam und seine Leute? Hier haben sie Halt gemacht. Die haben nicht gesagt ja. Aber in der heutigen Zeit sagen die Leute, auch wenn die Sahaba das nicht gemacht haben, wir sind Männer und sie sind Männer. Er wird dir nicht sagen, wir sind besser als die Sahaba. Aber was heißt das? Sie waren Männer und wir sind Männer. Was heißt das? Wir sind gleich. Sie sind nicht besser als wir. Dann sagten sie zu ihm und nimmt das als Regel. Abdullah ibn Mas'ud ist nicht irgendjemand. Er sagte zu ihnen, als er sie sagte, das ist falsch, was ihr tut. Sie sagten, Wallahi ya Aba Abdirrahman. Bei Allah, o Abu Abdirrahman. Ma aradna illa al-khayr. Wir wollten nur das Gute damit. Qala, wa kam min muridin lil-khayr, lam yablughu. Wir wollten nur das Gute, ya Abu Abdirrahman. Und schaut mal, was ist das Argument von Leuten, die eine Bid'ah machen? Wenn du sie fragst, warum machst du das? Was sagt er dir? Das ist schön. Das ist das Hauptargument. Und deswegen sagte Abdullah ibn Umar radiallahu an, er sagte, kullu bid'atin dalala. Das hat er natürlich von wem übernommen? Vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Jede Neuerung ist ein Irrweg. Das heißt, führt ins Höllenfeuer. Wa in ra'aha an-nasu hasana. Und wenn selbst die Leute denken, dass das etwas Schönes, Gutes wäre. Das ist, wallahi, man sagt immer, wie wenn du mit Leuten redest, du sagst ihnen, warum machst du das auf diese Weise? Zum Beispiel, er betet zum Beispiel ein Gebet zu einer Zeit, die verboten ist. Dann sagst du ihm, warum betest du? Was sagt er dir? Warum möchtest du mich am Gebet hindern? Subhanallah. Das ist vorgekommen. Dann sagte der Gelehrte zu ihm, ich hindere dich nicht am Gebet, sondern ich befehle dir die Sunna, dann zu beten, wenn es dafür Zeit ist. Ich hindere dich nicht am Gebet, sondern ich befehle dir dann zu beten, wenn es dafür Zeit ist. Was kommen sie sofort? Guck mal, der will mich am Gebet hindern. Der will mich am Dhikr hindern. Der will mich an das hindern. Das stimmt doch gar nicht. Das gehört doch zu unserer Religion. Wie können wir dich daran hindern? Dann würden wir uns in große Schwierigkeiten begeben, wenn wir denken, dass dieses falsch wäre. Aber es geht nicht darum, jemanden daran zu hindern, eine Tat zu machen, sondern die Art und Weise, wie er es macht, dieses ist verboten. Was sagte Abdullah ibn Mas'ud zu ihnen? Und wie viele Leute, die Gutes beabsichtigt haben, haben dieses nicht erreicht. Weil heutzutage hast du Leute, die sagen dir immer, die Absicht zählt, die Absicht zählt. Okay? Einer zum Beispiel macht das Gebet falsch, dann korrigierst du ihn, der sagt dir, lass ihn in Ruhe, du schreckst ihn ab, die Absicht zählt, Alhamdulillah, sein Gebet ist hochgegangen. Der hat gerade auf Lauhul Mahfud geguckt, ja?
auf die wohlverwahrte Tafel, da hat er gesehen, dass sein Gebet, ich meine das ironisch, ja. A'udhu billah, woher weißt du, guck mal, subhanallah, vor den Augen des Propheten sallallahu alaihi wasallam hat einer falsch gebetet. Was hat er zu ihm gesagt? Er hat ihm gesagt, geh zurück und bete, denn du hast nicht gebetet. Allah, manche Leute sind barmherziger als der Prophet, der sagt, niya, niya, Absicht, Absicht. Subhanallah, yani jetzt der Prophet war nicht barmherzig, gerade weil er barmherzig war, hat er ihn zurückgeschickt, ansonsten hätte er was für ein Gebet vor Allah? Ein ungültiges Gebet. Aber wenn wir Leute korrigieren, dann auch auf die Weise der Sunna. Nicht, dass du ihn halb tot schlägst. Es gibt Leute, a'udhu billah, wallahi, wenn du siehst, wie sie Leute korrigieren, die halten oder die schrecken Leute vom Islam ab. Ihre Art und Weise ist sehr, sehr unislamisch. Aber es liegt meistens daran, dass diese Leute niemals islamisches Benehmen kennengelernt haben. Denn hätten sie islamisches Benehmen kennengelernt, dann hätten sie auch gewusst, wie sie diese Person auch richtig dazu bringen, das Falsche zu lassen. Daher, liebe Geschwister, hier haben wir ein Phänomen. Was haben diese Leute gemacht? Genau das, was nach dem Gebet heute gemacht wird. Die haben das nur mit Steinen gemacht. Einer hat Allahu Akbar gerufen, dann haben alle 100 Mal Allahu Akbar gesagt. La ilaha illallah, 100 Mal La ilaha illallah. Dann haben sie gesagt, Subhanallah, haben 100 Mal Subhanallah gesagt. Ist es das, was nach dem Gebet gemacht? Normalerweise, wenn eine Person etwas macht in der Religion, was braucht er dafür? Ein Beweis. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Gebt euren Beweis, wenn ihr wahrhaftig seid. Das ist die Regel. Du darfst keine Ibadah in der Religion machen, außer dass du was dafür hast. Ein Beweis. Nicht der, der dir widerspricht, braucht den Beweis, sondern du, der du die Tat machst, du brauchst den Beweis. Okay? Zum Beispiel einer betet und hebt dabei seinen rechten Fuß hoch. Und so betet er. Sollen wir ihm den Beweis bringen, dass man nicht den rechten Fuß heben darf? Wir brauchen das nicht. Sondern er, der eine Ibadah macht, muss einen Beweis für seine Tat haben. Anders in der Dunya beim Essen, Trinken, Schlafen, Anziehen und so weiter, kannst du alles machen, außer es gibt was dafür? Ein Verbot. Aber in der Ibadah darfst du nichts machen, außer mit einem Beweis. Ahlan, ahlan, Alijan. Unser zukünftiger, inshallah. Außer mit einem Beweis. Tayyib. Normalerweise die Gemeinschaftsdhikr machen nach dem Gebet. Müssen wir ihnen den Beweis bringen, dass sie falsch sind? Ja oder nein? Mal sehen, ob ihr das verstanden habt. Müssen wir ihnen den Beweis bringen? Sondern sie müssen was dafür haben? Ein Beweis. Tayyib. Haben sie einen Beweis? Antwort nein. Wir haben sogar einen Beweis aus der Sunna von Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, dass das falsch ist. Obwohl wir brauchen keinen Beweis. Nur damit wir uns klar verstehen. Wir brauchen das nicht, aber wir haben einen aus der Sunna. Die Überlieferung ist von Ad-Daraqutni und Sheikh al-Albani, rahimullah, hat sie als sahih klassifiziert, die Überlieferung von Abdullah ibn Mas'ud. Tayyib. Aber das ist nicht alles, was wir sehen heute, dass Leute nur Gemeinschaftsdhikr machen nach dem Gebet. Allahu Akbar, heute läuft es ganz anders ab, disco-mäßig. Sie versammeln sich zum Dhikr und das ist mein letzter Punkt, die dritte Verhaltensregel. Man darf nur Dhikr machen in der vorgeschriebenen Art und Weise. Sie versammeln sich zum Dhikr, dabei tanzen sie und bewegen ihre Köpfe wie Wahnsinnige. Und diese Leute, was machen sie noch? Sie gehen in Exzesse. Das heißt, und bitte hört zu, Alkohol, Drogen und Zina. Alkohol, Drogen und Zina. Bei einigen von den Sufia, ja, bei einigen bei den Sufia. Abul Bara, pass auf, was du sagst. Wallahi, ich weiß sehr gut, was ich sage. Sie trinken Alkohol und sie machen das Abscheuliche. Und ihrem Chef, ich sage nicht Sheikh, ihrem Chef, Chef und Dalal,
den bringen sie, welche Frau er will, weil er ist was Besonderes. Und ihr Chef, er betet auch nicht, er muss auch nicht beten, weil wer so eine Stufe in der Rechtschaffenheit erreicht hat, so ist das Gebet emporgehoben, er braucht nicht mehr zu beten. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Allah azza wa jalla sagt zu ihm, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Diene deinem Herrn, bis zu dir der Tod kommt. Und in seinen letzten Stunden, woran hat er die Leute erinnert? As-salah, as-salah wa ma malakat aymanukum. Das Gebet, um was eure rechte Hand besitzt. Yani dieser Prophet, ya shefu dalal, hat nicht deine Stufe. Und so sind sie ins Exzessive gegangen, wal-iyadu billah. Sie tanzen, sie singen und das ist ihre Religion, das ist ihre Basis der Religion. Nichts anderes. Was denkt ihr, warum die meisten Länder mit den Sufis keine Probleme hatten? Weil sie sie nicht ernst nehmen. Weil sie wissen, die haben eigentlich keine Religion. Ihre Religion ist singen, tanzen und essen. Das ist ihre Religion. Und dass sie sich besser seht als die anderen. Und daher, liebe Geschwister, diese Art und Weise, was an Dhikr gemacht wurde von diesen Leuten, ist abzulehnen. Man darf nicht daran teilnehmen. Es gibt viele Moscheen hier auch in Berlin, wo das gemacht wird. Ja, Donnerstagabend machen sie das Licht aus und dann fangen sie an. Hu, hu. Du sagst ihnen auch hu. Er sagt dir hu, hu. Aber er meint was anderes. Du dachtest, er macht Spaß. Der macht das als Ibadah. Der macht, okay, jetzt, was heißt who? 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 Ja, nicht jetzt auf Englisch, who, das heißt wer, aber who, was soll das heißen jetzt? Auf Arabisch, genau. Heißt er. Wenn du jetzt sagst er, jetzt zum Beispiel, ich sag die ganze Zeit Bilal, du sagst mir Namen. Bilal, Namen, Bilal, Namen. Ich meine, da wirst du sagen, ist der ein Mann oder was? Das machen sie, who, who, who. Und dabei werden sie immer exzessiver und exzessiver. Bis zu einer Stufe, wo sie wie Verrückte erscheinen. Wallahi, sie erscheinen einem wie Verrückte. Es wurde einer gefragt von ihnen, ich glaube Shubli hieß der, die haben ihm gesagt, warum sagst du nur Allah einzeln? Man darf das nicht sagen. Das Wort, dass du nur sagst Allah, Allah, was hat das für eine Bedeutung? Du kannst damit was Positives meinen, aber auch was? Wir wissen nicht, was meint er damit. Das hat gar keine Bedeutung. Der wurde gefragt, warum sagst du nur Allah, Allah? Sag La ilaha illallah. Hätte er von La ilaha illallah einen Nutzen? Er sagt, nein, ich sage nicht La ilaha illallah, weil ich habe Angst, wenn ich sage La ilaha, dann sterbe ich dabei und habe Allah verneint. Allahu Akbar. Ya Jamil, ya Miskin, ya Miskin. Und du wirst nicht nach deiner Absicht belohnt. Schaut mal, sie bringen natürlich diese Argumente nicht, weil das Argumente sind. Sie bringen das nur, um das zu rechtfertigen, was sie tun. Deswegen, wenn du nur den Namen Allah, Allah sagst, Subhanallah, sag la ilaha. Okay, wenn jetzt einer beim Sterben liegt und dieser Sufi, den ich gerade beschrieben habe, wäre da, würde er ihnen sagen, sag nur hu? 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 Was würde er ihm sagen, sag la ilaha illallah? Ja, warum hast du da keine Angst, dass ihn der Atem stockt und er nicht mehr Allah sagen kann? Das ist nur eine Ausrede von diesen Leuten, weil sie wissen, dass sie falsch sind und dass das keiner gemacht hat. Und wenn man ihnen sagt, bringt mir einen Beweis, dass dieser Gemeinschaft, Dhikr, wie ihr ihn gemacht habt, die Gelehrten haben sie herausgefordert. Sie haben ihnen gesagt, bringt uns einen Beweis vom Propheten, sallallahu alaihi wasallam, oder von einem Sahabi. Oder bringt uns sogar eine schwache Überlieferung, nicht mal das habt ihr. Es gibt nicht mal schwache Überlieferungen, dass sie das machen dürfen. Wallahi, sie sind so arrogant, wenn man ihnen sagt, die Sahaba haben das nicht gemacht, dann sagen die dir, ja, nicht alles, was religiös ist, muss man mit den Sahabern begründen. Allahu Akbar. Sie waren die Leute, die am nächsten zum Propheten sallallahu alaihi wasallam waren, die Sunna am besten ausgeführt haben und die der Prophet sallallahu alaihi wasallam bestätigt hat, die beste Generation ist in meiner Generation, dann die darauf folgende und die darauf folgende. Wer dir sagt, die Sahaba sind unbedeutend, so hat er den Koran verleugnet.
Wie Abul Bara, was hat das mit dem Koran zu tun? So hat er den Koran verleugnet. Allah Azza wa Jal sagt, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. Wenn sie so glauben, die Menschen, wie ihr Sahaba glaubt, dann sind sie rechtgeleitet. Und deswegen nennt man diese Ayah Maßstab für das Verständnis der Religion. Das ist ein Maßstab dieser Ayah, dass du überhaupt die Sahaba im Gesamten, wir reden nicht von Einzelnen, weil ein einzelner Sahabi könnte einen Fehler machen. Aber die Sahaba im Gesamten machen keinen Fehler. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte in einer Überlieferung bei Abu Dawud und At-Tirmidhi, und sie ist sahih, er sagte, inna Allah la yajma'u ummati ala dalala. Allah wird niemals meine Umma auf was vereinigen, auf etwas Falsches. Das wird nie passieren. Weder damals noch heute. Und du wirst niemals sehen. Auch wenn einzelne Gelehrte etwas Falsches gesagt haben. Dass aber wer sich darauf verständigt, auf das Falsche, die gesamte Umma wirst du niemals sehen. Das ist ein Fadl von Allah Azza wa Jal, welches er der Umma gegeben hat. Daher dieser Gemeinschaft Dhikr, liebe Geschwister, es ist zu warnen davor. Man darf das nicht machen. Auch wenn man in Kreisen sitzt und jetzt fängt es auf einmal an. Ich habe gehört von einer Schwester, subhanallah, die geht nicht oft in die Moschee, dann war sie da. Und die Schwestern, die haben auch, mashallah, richtig bebende Stimmen, ja. Die haben dann auch angefangen, hu, hu, hu. Wallahi, die ist zum Schluss unterm Tisch, ist sie durchgekrabbelt, damit sie rauskommt zur Tür. Die hat gesagt, die haben sich exzessiv, manche haben ihre Abaya und dann ging es los. Und daher, ja, Ikhwa, wisset eine Sache. Warum sagte der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, kullu bid'atin dalala? Jede Neuerung ist ein Irregehen. Was meinte er damit? Wenn du einmal hereingehst in diese Thematik, dann wirst du wo landen? Jetzt die Leute, mit denen Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu gesprochen hat. Schaut mal, subhanallah. Er sagte zu ihnen, warum fängt ihr an mit dieser Sache? Sie haben weitergemacht. Zum Schluss waren das diese Leute, die Sahaba bekämpft haben, sie sind zu den Khawarij gegangen. Weil wenn du mit der Bid'a anfängst, es gibt kein Rauskommen mehr. Wenn einer Alkohol trinkt, der weiß, dass er was Falsches macht. Kennst du einen, der Alkoholiker ist und sagt, ich habe recht, er geht vor den Leuten, du sagst ihm, komm in die Moschee und sag den Leuten, du hast recht, wird er das machen? Er weiß, er macht Fehler. Oder einer, der Sinner macht oder der Glücksspiel oder so. Aber einer, der Bid'a macht, wird er denken, dass er recht hat? Der wird denken, dass er recht hat. Und deswegen sagte Sufyan al-Thawri, rahimullah ta'ala, al-Bid'atu, die Bid'a, ist schlimmer als die Sünde. Ist schlimmer als die Sünde. Weil, wer ein Sünder ist, wenn er merkt, dass er Falsches getan hat, dann kann Allah Azza wa Jalla ihn rechtleiten. Aber der, der die Bid'a macht, denkt, dass er Richtiges macht und sich damit Allah Azza wa Jalla was? Nährt. Mafhum? Deswegen dieser Gemeinschaftsdhikr und diese Wege der Sufis, diese sind abzulehnen, liebe Geschwister. Und das hat mit der Religion nichts zu tun. Und das Problem ist, dass diese Leute, wal'iyadu billah, die Arroganz besessen haben, dass sie nicht nur Falsches in die Religion reingebracht haben, sie haben es so verbreitet, bis manche Leute dachten, das gehört zur Religion. Und sie akzeptieren nicht, dass man sie berichtigt, weil hier sagen sie dir, wir haben auch unser Recht darauf, in der Religion zu praktizieren, was wir wollen. Und daher, walhamdulillahi rabbil alamin, Ahlus Sunnah lernen immer das Richtige, praktizieren das Richtige und geben den Leuten Nasiha. Ob sie das annehmen, ist nicht unsere Sache. Innama alayka al-balagh. Dir obliegt nur die Verkündung. Alles andere ist nicht unsere Sache. Wallahu ta'ala ala wa alam. Und damit haben wir auch Adab al-Dhikr beendet über das Benehmen vom Dhikr. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns den Lohn schreiben. Subhanak Allahumma bihamdik, ashadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilik. Natürlich, für ihren Dalal haben sie Beweise genommen aus Koran und Sunna, aber diese Beweise, jeder bringt Beweise, wie ich euch das gesagt habe. Na, wir haben gesagt, es ist verboten, Allahs Namen wie zu nennen? Einzeln zu nennen. Dass du nur sagst, Allah, Allah, Allah. Die haben dir gesagt, ja, aber im Koran steht, Qul, Allah. Stimmt. Aber da ging es darum, dass Musa a.s. eine Diskussion mit den Irregehenden hatte und sie haben ihm gesagt, wer hat das Buch herabgesandt? Dann sagte Allah a.s. zu ihnen, sag ihnen Allah. Dann haben sie das genommen. Schau mal, subhanallah. Und das Ijma' der Gelehrten, ja, dass das nur eine Antwort war. Aber wenn du nichts hast,
dann holst du von unter der Erde etwas. Egal, ob es Khawarij sind, ob es Shia sind, ob es Sufis sind, ob es die und die sind. Die Leute der Sekte bringen dir Beweise. Beweise, die sie aber nicht verstanden haben. Und daher, das ist nicht die Kunst, etwas zu nennen vom Koran und von der Sunna. Die Kunst ist vielmehr, dass man das, was man nennt, auch verstanden hat. Denn natürlich eine Sache ist klar, liebe Geschwister. Haben wir nur einen Koran? Haben wir nur einen Prophet? Weil wenn sie sagen, ja, im Koran steht doch, ja, ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira, o ihr, die ihr glaubt, so erwähnt Allah viel. So haben sie gesagt, guck mal, so erwähnt in der Mehrzahl. Wir machen Gemeinschaft, Dhikr. Okay, das ist eine Ayah. Und das ist dein behaupteter Beweis. Jetzt der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, hat er den Koran umgesetzt, ja oder nein? Sollen sie uns eine Überlieferung bringen, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Sahaba gesammelt hat und dann wie Verrückte haben sie gemacht. Sollen sie uns einen Beweis bringen? Haben sie nicht. Also, wer hat am besten den Koran verstanden? Allah azzawajal sagt, wir haben dir den Koran herabgesandt, damit du ihn den Leuten, was? Erklärst. Litubayyina linnas. Damit du ihnen diesen Koran erklärst. Er hatte die Aufgabe, den Koran zu leben. Und wenn er das nicht umgesetzt hat, wer seid ihr, dass ihr anders diesen Koran versteht als der Prophet sallallahu alaihi wasallam und die Sahaba radiallahu? Wer seid ihr? Und daher, nicht jeder, der einen Beweis nennt, hat auch recht. Wallahu ta'ala ala wa a'lam. Ganz kurze Frage, bitteschön. Al-Addada bedeutet diese, wie nennt man das? Zähler? Ja, ihr kennt diesen kleinen Zähler, den man sich am Finger oder so macht. Hat das dasselbe Urteil wie Al-Sibha? Ja, hat dasselbe Urteil wie Al-Sibha. Das hat dasselbe Urteil, deswegen ist das so unterlassen. Wallahu ta'ala ala wa ala. Mach so viel Dhikr, wie du willst. Abu Huraira hat 12.000 Mal am Tag gemacht. Einer der Salaf 100.000 Mal. Er sagte, außer was meine Hand, wobei sich meine Hand verzählt hat. Subhanallah. Er hat mit der Hand gezählt. 100.000, nicht 200 wie du. 100.000 hat er gemacht. 100.000 Mal hat er am Tag Dhikr gemacht. Deswegen, wenn du zwischen Maghrib und Isha Zeit hast, mach Dhikr so viel du willst. Mach Dhikr so viel du willst. Aber was manche Leute auch heutzutage machen, verzeiht mir, das ist sehr wichtig, der sagt dir, ich mache jeden Tag 100 Mal zum Beispiel, sage ich, ja Allah, mach dieses und jenes mit mir. Ja, gib mir das oder gib mir jenes, sage ich 100 Mal am Tag. Oder er sagt ein Bittgebet 100 Mal, was nicht so in der Sunna festgeschrieben ist. Dann sagen wir ihnen, du darfst das nicht so festmachen. Warum? Weil es gibt dafür keinen Beweis. Aber sag 100 Mal Subhanallah, ist das bewiesen? Das ist bewiesen. Sag 100 Mal La ilaha illallah wahdahu la sharika la, lahul mulk wa lahul hamd wa wala kulli, das ist bewiesen. Aber dass du selber ein Dua oder ein Dhikr kreierst und sagst, ich muss das 100 Mal am Tag sagen, aber es steht nicht in der Sunna so und du wirst dann auch mit einem bestimmten Lohn, das ist Bid'a geworden. Schaut mal, subhanallah, wie sensibel unsere Sache ist mit der Religion. Zum Beispiel einer will La ilaha illallah sagen. Kann er sagen, so viel er will. Aber wenn er sagt, ich muss das am Tag 450 Mal sagen, was ist das hier geworden? Ja, haben wir ihn jetzt verboten, La ilaha illallah zu sagen oder die Art und Weise, wie er es macht? Art und Weise. Wie wenn einer jetzt schlachtet, er schlachtet bei Eid al-Adha, er schlachtet vor dem Fest. Der sagt, da sind die Schafe billiger. Da habe ich die Hälfte oder ein Drittel vom Preis. Das Schlachten gehört zu Sunna, ja oder nein? Aber was hat er gemacht? Zu einem falschen Zeitpunkt. Versteht ihr, liebe Geschwister? Deswegen, das gefährlichste Thema in unserer Religion ist Bid'atul Idafiyya. Bid'atul Idafiyya bedeutet, du machst eine Bid'a, die eigentlich ihren Ursprung in Koran und Sunna hat. Aber was hast du mit dieser Sache gemacht? Du hast sie in der Art und Weise geändert. Das ist die gefährlichste Sache, weil die, die kommen, die werden dir Beweise bringen aus Koran und Sunna. Aber was ist falsch? Ihre Vorgehensweise ist falsch. Ihre Vorgehensweise ist falsch. Wallahu ta'ala ala wa alam barak lafikum wa jazakum nach khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.